Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Aquanox. Ich bin Butch Und ich bin Bob. und wir spielen Aquanox. Und zwar jetzt sofort weiter hier, Talken. Sergei Chang. Gute Arbeit, Leute. Danke, Sir. Jetzt haben wir die Dateien. Was nun? Commodore Sewell wird sie in Empfang nehmen. Ich habe allerdings einen anderen Job. Admiral Cox versicherte mir, dass du mir helfen wirst, Flint. So bin ich. Selbstlos und ohne Furcht. Nebenbei hat er ja uns, seine Wings, die ihn gern aus jedem Schlamassel ziehen. Da bin ich mir sicher. Also, Van der Waals Leute bauen im sogenannten Teufelsdreieck zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico illegal Methanhydrat ab. Wie ihr wisst, ein hochgradiger Energieträger. Bewacht wird diese Aktion, die energiearmen Aquatorien Milliardenschäden einbringt, von der ehemaligen Entropol unter der Führung Christina Lloyds. Unser Werkschutz kann gegen Lloyd nichts ausrichten. Deshalb wende ich mich an euch. Die ehemalige Entrox-Polizei ist uns immer noch zu schlagkräftig. Rein und raus. Du willst Lloyd. Wird schwierig sein, Flint. Dein erster Job ist, finde die Cape 4. Einen Frachter mit starker Bewaffnung. Zerstören. Ihr Commander ist Lloyd. Achtet auf die Hydratfelder. Möglichst keinen Beschuss, wenn ihr in der Nähe seid oder ihr kriegt den Arsch gegrillt. Und sieh dich vor den Scouts und Bombern der alten Entropolgarde vor. Die Cape 4 wird gut bewacht. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Erzähl mir was über Methanhydrat. Ein verrückter Stoff. Ein Kubikzentimeter des brennenden Eises speichert bis zu 170 Kubikzentimeter stinkenden und energieliefernden Methans. Es kann plötzlich zu Ausgasungen kommen, was die Schwimmeigenschaften der Boote stört. Internationale Konventionen wollen den Abbau nicht in privater Hand lassen, sondern arbeiten an einem aquaweiten Förderprogramm, das die gerechte und kostengünstige Verteilung dieser wertvollen Substanz sichern soll. 10.000 Alter! Was? Im Voraus oder was? Ja, irgendwie schon. Na, dann geh doch mal choppen. Choppen. Dann, warte mal, Gun gibt's ja hier keine geile neue, ne? Obwohl, die Vendetta Gatlin haben wir noch gar nicht. Nee. Das Einzige, die war ja schlechter als... Buddy? Ja, du musst überlegen. Ja, die macht halt. Die 0,4 Sekunden. Die 0,1, also mal 4. Das heißt 400. Oh nee, die ist doch besser sogar. Gönnen wir uns? Oder ein neues Schiff halt, ne? Na, guck mal, was wir. Kannst du das mal? Die Skipjack könnten wir uns schon leisten. Ist die gut? Nicht ganz so gut gepanzert, aber definitiv schneller. Also 26 km/h schneller. Na, nicht, dass du nachher wieder. Also ich würde es mir schon gern gönnen. Ja, mach du. Du kennst also das Spiel besser. Ich mag halt Schnelligkeit, dann kann ich die Torpedos auch besser ausmanövrieren. Du musst das entscheiden, Wolf. Haben wir jetzt noch Geld? Okay, aber nicht mehr genug für die... Nee, für die Gatlin jetzt nicht mehr. Obwohl, wenn wir die verkaufen... Dann eventuell schon. 5.000, 7.000, ja, das geht. Na dann. Ja, hast du die ausgerüstet? Lass mal dann eigentlich sogar weg. Würdest du die wegpacken wollen? Na gut, eigentlich haben wir nichts anderes, was wir sonst jetzt kaufen wollen, ne? Ich würde sie im Lager lassen. Ja. Würde aber die Vendetta Gatlin reinpacken und die Hitman so für große Sachen. Gerade jetzt gegen so einen Frachter ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Gatlin. Ja, die ist drin. Ist die aktiv? Und gut. Die ist, also hier ist immer das. Ach so, ja, genau. Das ist, was im Lager ist. Torpedo, haben wir nicht. Hier, Generator, Medium Block. Repair Kit. Wir brauchen unbedingt ein besseres Repair Kit. Aber das bieten die ja irgendwie alle noch nicht an. Na, das kommt schon noch. Bestimmt im dritten Kapitel. Speichern. Wir befinden uns ja noch im zweiten, ne? Wir sind jetzt im zweiten Aquatorium quasi. Genau. Ansteuert. Methanhydrat. Illegalen Abbau stoppen, Leute aufspielen. Methanhydrat ist hochexplosiv. Ja, das ist gut. Ja, Methanhydrat übrigens, wo wir über Spoiler geredet haben. Der Schwarm von Frank Schätzing, das Buch. Habe ich immer noch nicht gelesen. Ja, da geht's auch. Also da wird auch Methanhydrat erwähnt. Und Methanhydrat hält auch ein bisschen, sagen wir mal, Sachen zusammen. Und da bauen Viecher Methanhydrat ab, bis der nordeuropäische Kontinentalschelf abrutscht. Und dann gibt's in Europa einen Tsunami. Oh. Ach, die Raupen müssen wir auch kaputt machen. Ja, geil. Okay, die ballert ganz schön rein. Und ja, du bist jetzt wirklich schneller. Okay, ne? Das ist voll gut. Das gefällt mir. Achso, kann ich jetzt auch das Methanhydrat da ballern?
stand ja, das ist voll explosiv, ne? Ja, so muss das aussehen. Aber es ist ja schon interessant, dass es unter Wasser so gut ballert. Macht das Sinn? Ja, naja. Ich glaube, es wird mit Science Fiction erklärt. Weil die Sache ist ja, dass je schneller etwas unter Wasser ist, desto stärker wird es ja eigentlich auch gebremst, oder nicht? Ja, das stimmt. Oh, mach mal her, Boys. Weil Wasser funktioniert ja nicht so wie Luft. Ja gut, selbst, also bei, Luft, schon, selbst aber bei Luft hast du es ja, ja, je schneller du bist, desto mehr Widerstand hast du. Alter. Ja, aber bei Wasser ist das ja noch extremer. Ja. Alter, guck dir an, wie sie zerfetzt werden hier. Du nicht? Du bist freundlich? Du bist cool, dich mach ich kaputt. Ich muss, glaube ich, mehr auf den Sonar. Das ist Captain Grange. Ach da, guck mal. Das meine ich halt, das ist halt in Schleichfahrt geiler gewesen. Da konntest du eine Tastenkombi, ich glaube es war T oder J, nächsten Gegner aufschalten und dann bam, los ging's. Boom! Ja, die haut aber wirklich gut rein. Gatlin ist geil. So, jetzt müsste doch dieser Transporter, von dem alle gesprochen haben, kommen. Was hat Lloyd mit dem Bomber vor? Commander Flint, ich glaube, ich weiß, was die vorhaben. Sie wollen die Methanhydratlager hochjagen. Alter. Wir müssen das unbedingt verhindern. Und zwar schnell. Der hat geschützt. Schnellstens! Kannst du die einzeln kaputt machen, vielleicht? Nee. Okay, wo sind die denn? Da, da kommt der Bomber. Ja, Ziel getroffen und versenkt! Da. Ja, Kern, das ist so unfair, ey. Das Bam. Ich nehme mir ganz schön Schaden. Ja, die aber auch. Ja, komm, ist doch gleich, komm. Ist doch gleich los. Komm. Ja. Boom, Ghost of Dynamite. Oh, jetzt kommt der Frachter. Den musst du auch noch kaputt machen? Ich hoffe. Er hat ja schließlich... Ja, ist aber gut geschützt. Sind immer 5 Leute dran. Ja, siehst du? Ach du Scheiße, viel Spaß. Ich Na, der hat gleich mit dem Hitman drauf, oder was? Könnte man machen, ne? Ist aber schön ran da. Guck mal, wie schnell wir jetzt auf einmal sind, ey. Ja, ja. Das ist viel geiler. Das mag ich. Jetzt fahren wir zum Navigationspunkt 3. Okay. Ach, da sehe ich sie schon. Experigator. Da ist er. Wow. Jetzt sind natürlich alle auf mich gegangen. Ja. Das ist die Frage. Hat der Frachter so eine krasse Abwehr? Nee, ne? Ich muss einfach ein bisschen. Bleib in Bewegung? Ja. Und hau da den Hitman drauf. Ist natürlich das. Schwarz gleich. Oh, da sind. Oh, der hat doch Geschütztürme da oben. Den kann ich einfach nur dahinter bleiben. Und unten hat er auch Geschütztürme. Vielleicht hast du es geschafft. Na, einer meiner Wings hat gerade. Oh, nicht so weit weg. So! Das ist das jetzt auch mal wahr. Diesmal habe ich gewonnen. Das ist neu. Das ist Lloyd. Mach mal kaputt. Ja, natürlich, schnell. Okay, der Experigator ist definitiv schneller als ich. Ja, der hat ja auch eine andere Farbe und ist halt Lloyd. Alter, die ist echt verdammt wendig. Oh, es passiert so viel. Nein, die haut ab. Nein! Oh, das war so klar. Es hätte mich auch gewundert, wenn die jetzt schon tot wäre. Turbinenfelder hoch, ja? Ja, Ziel zerstört. Das hört man noch gern. Ach, das war so klar, dass die sich dann nochmal wegportet. Ja, wir brauchen ja erstmal einen Erzfeind, ne? Aber hast du schon den Subplot mitbekommen? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Oh, wir kriegen nicht einen Talk aufgedrückt. What? Oh, ein Geologe. Ich liebe meinen Job. Komme viel rum. Was machst du?
Untersuchst du auch die hiesigen Subduktionszonen oder die Reflektorschichten unter dem Meeresboden? Die Methangasvorkommen hier im Verrosa-Dreieck sind gigantisch. Und wenn es zu Ausgasungen kommt, gibt es wundervolle Blubberblasen. So, ist ja hochinteressant. Oder die Cold Winds. Die abtauchende Kontinentalplatte wird von der oberen gewissermaßen abgeschwärmt. Unter tektonischem Druck werden diese Poren der Sedimente zusammengequetscht und es treten freie Gase, zum Beispiel Methanfaden und Wasser aus. Das sind die Cold Winds. Wie bei den Hot Winds vor Galapagos. Jo, so ähnlich. Und auch bei den Cold Winds blüht chemosynthetisches Leben, das keine Photosynthese braucht. Hey, Barkeeper, rühr mir noch so einen Acid Assassin an. Der reißt einem die Schluckrohre bis zum Hintern auf. Das längste Wort der Welt, wenn du verstehst. Das erinnert mich an Harry Potter Teil 4. Im Buch, im Deutschen. Ist da jemand betrunken? Na, fast. Ich hab mich richtig kaputt gelacht, tatsächlich. Als Harry Cho Chang fragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen möchte. Achso. Und er geht hin und sagt, will du bei mir? Und ich als, Neunjähriger hab mich damals richtig weggeschmissen. Aber andere Sache, dieser Geologe, das hätte ich sein können, wenn ich Alkohol trinken würde. Dann wären genau meine Gesprächsthemen gewesen. Guter Job, Flint. Leider konnte Lloyd entkommen. Wir haben ein Killer-Date. Sie oder ich. Weißt du, wo sie ist? Und ob. Sie treibt sich in den Turbinenfeldern rum und richtet verdammt viel Schaden an. Sobald sie 3 Turbinen zerstört hat, bekommen wir hier Probleme. Arbeitende Turbinen dämmen die Strömung ein. Fallen zu viele aus, wird die Strömung gefährlich. Und es sind schon genügend andere wegen Wartungsarbeiten ausgefallen. Außerdem befürchte ich, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen der neuen und der alten Entropol kommen wird. Um ehrlich zu sein, ich habe die Sache nicht im Griff. Das schwillt schon lange. Meine Leute wollen van der Waals alte Riege in den Allerwertesten treten. Und umgekehrt genauso. Wir haben eine Krise. Nicht mehr lange. Ich bin bereit. 7500 Credits. Was können wir kaufen? Ich warte auf dich, Flint. Du opportunistischer Arschkriecher. Du widerlicher Schleimer. Hast du eigentlich immer noch diese schreckliche Neuralprothese im Kopf? Die deine Blase entleert, sobald du in die Nähe von ELF-Wellen kommst. Widerliche, kranke, dreckfressende, arrogante, schleimscheißende Missgeburt. Wenn dein ausgebluteter Hintern den Meeresboden berührt, hängen keine Beine mehr dran. Deine Organe vertick ich an einen Organhändler und dein Schrumpfkopf wird dich als Steuerknüppel benutzen. Genug der Höflichkeiten. Ich komme, Puzzleface. Puzzleface finde ich geil. Also das... was kann man kaufen? Wir können uns halt einfach... Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich halt nichts weiter zu kaufen. Das ist schade. Also ich könnte jetzt so Torpedos oder so ein Buzzer oder nee, so kaufen, aber... wir kaufen ja keine Torpedos. Ich würde halt eher... Speichern? Speichern auch, aber ich würde halt eher so auf ein neues Schiff dann vielleicht sparen. Ich meine, wie viel haben wir jetzt gerade? 8000 Credits. Speichern ist eine gute Idee. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, bei Schleichfahrt haben wir länger an einem oder mit einem Schiff verbracht. Ja, definitiv. Hier wechseln wir die ja wie Unterhosen. Ja, aber ich glaube, das finde ich eigentlich was Gutes, würde ich fast sogar behaupten. Warte mal, ich wollte kurz mal noch vergleichen. Aber du hast halt dein Schiff bei Schleichfahrt richtig erstmal hochgepusht. Das stimmt. Und dann wirklich gefreut, wenn du dir ein neues kaufen konntest. Das heißt, wir können auch noch weiter das immer zusammen sprechen. Entschuldigung. 140 mal 12? Ist nicht 1000? Ah, okay, gut. Okay, die bleibt dran. Ich wollte bloß mal vergleichen, welche jetzt quasi mehr Schaden macht in der Zeit. Achso, ja. Weil ich glaube, bei Schleichfahrt war es halt einfach, wie gesagt, du konntest halt nur 4 Schiffe, weil eben das Spiel damals klein bleiben musste, um auf die CD zu passen.
Und nur zu deiner Erinnerung, wir befinden uns hier am Rande des Golfstroms. Achso, stell dir den als eine gigantische Wasserpumpe vor. Diese Pumpe versorgte Europa in früheren Tagen mit einem konstant milden Klima. Das stimmt. Aber sie stoppte, als der Treibhauseffekt das Eis von Grönland schmelzen ließ. Das stimmt und auch. Und als die Nordhalbkugel durch eine gewaltige Explosion in der Atmosphäre enorm erhitzt wurde. Irgendwann 1580. Im 1580? Achso. Aber jetzt startet 1580. Sie wieder voll durch und wird stärker und stärker. Einige Wissenschaftler sehen das als Zeichen, dass die Natur sich langsam wieder erholt. Oder? Ja, man. In Trox sieht das natürlich anders. Für sie ist der Golfstrom vor allem eine 1680. Eine riskante Sache. Wo wir hinfahren, herrscht eine derartig starke Strömung. Ach stimmt, das sind ja 100. Betonkonstruktionen umknicken wie Seegras. 140 Mal 12. Ja. Biologische Stromschnellen sozusagen. Ja, das deshalb hat Entrox auch so viele Turbinen hingestellt, dass zumindest in Bodennähe die Strömung gedämpft wird. Die Turbinen schützen sich also gegenseitig. Jede Turbine, die vernichtet wird, erhöht aber wieder die Kraft der Tiefenströmung, Flint Baby. Und irgendwann gibt's da unten eine stimmt, bei 11 wäre ja toll. Und genau das ist Lloyds teuflischer Plan. 1540. So wär's mal 11. Nein. Hä? Oh. Na, mal 10 ist 1400. 1540, natürlich wär's mal 11. Ich bin echt. Okay, das mit den. Du bist. Du bist ein echtes Entropolboot. Wo wollen wir denn hin? Wo muss ich hin? Da. Ach, hier sind sie. Boys. Ich bin falsch. Ja. Ist ja das ist schon eher so meine Waffe, ne? Ist ja nicht so präzise. Ja. Die fliegen. Wo ist er? Da ist er. Komm her. Da hat man Schleichbart aber auch eine Waffe, mit der es dann richtig schnell ging. Na, die Plasma Death dann. Ja. Oder den Doom Mortar später. Kann auch sein. Der hat ja richtig viel geballert. Jetzt bist du an der Reihe. Wir kümmern uns um die Scouts. Deine Ziele sind ausschließlich die Bomber. Du musst sie dann aufhalten, die Turbinen zu zerstören. Natürlich muss ich die Bomber aufhalten, ne? Danke. Ja, die sehen für mich alle gleich aus. Ja, bin ja schon mal dran. Ja, die Bomber sind ein bisschen größer, ne? Ja, das schon, aber das ist ein Entropol. Los, Turbo! Da, nee, Expurigator, ist das jetzt ein Bomber? Ist das ein Scout? Ich weiß es nicht. Hauen die schon wieder ab? Ich weiß es nicht. Da, das ist doch ein Executor. Ah, Expurigator und Executor. Ja, verstehe. Shit, der ballert auch gut rein. Hat Geschütze überall. Okay, wenn ich aber immer wieder hoch und runter wechsle, kann er gar nichts machen. Naja, geht so. Es sind halt noch zu viele Scouts auch so, ne? Die anderen Entropol-Leute sollten sich mal um die Scouts kümmern, so wie sie es eigentlich gesagt haben. Ja, welches markierte Ziel denn? Den. Okay, gemacht. Was cool wäre, wenn die wirklich so Schwachstellen hätten. Ja, naja, es wird halt immer so gesagt, dass du sie auf eine bestimmte Art angreifen musst. Also zum Beispiel so ein Frachter. So ein Frachter, damit sie halt dich, von hinten. Damit sie dich halt nicht treffen, aber dass sie so eine richtige Schwachstelle hätten. Ja, oder einmal so reinballerst und das macht richtig ordentlich Schaden. Genau. So wie Headshot. Genau. Aber ich glaube, die hatten damals einfach nur eine Hitbox. Zur Hälfte down im Front. Oder vielleicht auch verschiedene wie Hitboxen. Sagt man Buch. Okay. Ja, genau. Vom Buch bin ich schon ganz schön down. Was haben wir jetzt? Was jetzt? Expurigator? War's das schon, Flint Baby? Nee, war's noch nicht. Na, endlich! Ja, aber ich bin halt auch schon zur Hälfte down. Nein, du bist schon zum schlecht. Über. Oh, shit. Aber macht sie jetzt die Turbine kaputt, oder? Wo ist sie denn? Da ist sie. Jetzt habe ich sie angesiedelt. Jetzt wäre ein Torpedo doch ganz geil. Naja, falls wir das verkacken, können wir noch mal ein paar Torpedos kaufen. Also wirklich nur für sie dann.
Sie hat anscheinend auch ein Leute vernichten, bevor drei Turbinen zerstört. Da fehlt noch das Sint. Aber egal. Du solltest jetzt langsam angreifen. Ja, ich weiß. Sie hat eine hat sie, glaube ich, zerstört. Ja, ich krieg schon eine Warnung. Das ist schon. Ich muss halt hinter ihm bleiben. Kann sie auch keine Torpedos einfach aufbauen. Ja. Nee. Direkt geht nicht. Wo ist sie? Oh, Alter, leid, Leute, wie ich so den Überblick verliere. Ey, da geht's nicht mehr so. Flint Baby verliert auch den Überblick. Ja. Ah, komm. Mach so weiter und es wird was. Ja, ich muss halt. Dauert dann halt noch. Gut ausmanövrieren einfach. Ja. Schießt sie immer noch auf die Turbine? Nee, sieht nicht so aus. Sie will mal. Sie, Alter, hat. Sie hat mir ein Torpedo in die Fresse gejagt. Ja. Ach, guter Mord. Okay. Na gut. Diesmal wird's besser. Ja, nur zu deiner Erinnerung. Wir befinden uns hier am Rande des Golfstroms. Stell dir den als eine gigantische Wasserpumpe vor. Ja, diese Pumpe versorgt Europa in früheren Tagen mit einem konstant milden Klima. Aber sie stoppte, als der Treibhauseffekt das Eis von Grönland schmelzen ließ. Hast du jetzt kein Acht, du hast jetzt keine Turbinen-Torpedos gekauft. Auch mal nicht. Nein, ja. Wir machen die einfach alle kaputt. Das ist auch kein Wunsch. Du fliegst auch. Siehste. Boom, boom. Ist doch entspannt. Kommt sie schon? Nee, jetzt kommen die Bomber. Achso, stimmt. Wir kümmern uns um die Scouts. Deine Ziele sind ausschließlich die Bomber. Natürlich muss ich ausschließlich die Bomber. Das ist halt so unfair. Ja, mach doch einfach. Ich versuche mal jetzt mit dem Hitman bei den Bombern. Weil die waren jetzt nicht so krass. Schnell. Biertechnisch waren die nicht so krass auf der Höhe. Da habe ich doch den Executor. Ich navigiere mal. Ich wollte ihn gar nicht navigieren, erst ein bisschen näher an ihn ran, aber. Ich darf halt bloß nicht die Turbine treffen. Ah, es ist. Oder du musst überhaupt mal wieder treffen. Ja, so. Schon wieder zu ja. Ja, gut, dann gar nicht. Die Gatlin als nächstes. Ja. Aber der hat halt auch immer so Begleitscouts. Das ist halt nervig. Ja, und dann schießt er auch noch Torpedos. Ah, hier und dann, ja, genau. Das hört aber alles schon ab. Weil du musst dann wirklich bei Leuten richtig auf die Torpedos abwirken. Richtig übel. Ja, du musst dich immer hart ausmachen. Wie du einfach gerade keinen Schaden machst. Achso, weil ich nicht dran. Aha, okay. Boah, ich dachte jetzt schon, was jetzt los. Okay, den Torpedo bin ich im Kopf. Er ist Lloyd schon da? Ist doch noch gar nicht da. Nee. Das hier ist eine Bombe. Das ist ein Scout. Es wäre auch geil, wenn die anderen Entropol-Boote auch mal was machen würden. Da schon wieder ein Torpedo an mir vorbeigerauscht. Aber der war, glaube ich, gar nicht für mich verschwunden. Du solltest das andere angreifen. Ja, ich nicht. Ah. Hätte mich natürlich zerstört, ne? Ja. Nicht komplett. Ach, komm, der zum Beispiel?
So. Muss ich aber sagen, bevor du drückst, müssen wir erstmal die Folge beenden. Ja, derweil rüste ich mich aus. Ja, mach das mal. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schafft Bob das auch. Wir holen uns ein paar Torpedos. Bis dann. Tschüss.